auch schon mal in die Drogerie gegangen, um Shampoo zu kaufen, um mit einer Gesichtsmaske, Zopfgummis, einer neuen Mascara und einem Schaumbad wieder herausgekommen? Oder einfach mal so durch einen Laden gebummelt und mit drei neuen Tops, die im Angebot waren, wieder herausgegangen? Im schwedischen Möbelhaus gewesen und statt mit einem Regal, mit einer Duftkerze, Kerzenhaltern, Vase und einem Fell wieder nach Hause gekommen? Die Dinge, die wir uns spontan innerhalb kürzester Zeit unüberlegt kaufen, verstopfen unsere Wohnung mit unnötigem Zeug und sind auch für den eigenen Geldbeutel auf lange Sicht nicht gerade vorteilhaft. Vielleicht hast du ein großes Ziel, eine große Reise, einen Sparplan aufbauen oder einen Notgroschen ansparen? Kleinvieh macht auch Mist, so heißt es so schön. Und über einen längeren Zeitraum gibt man enorm viel Geld für diese Spontankäufe aus. Wenn du sie stoppen möchtest, kannst du dir mit Hilfe der folgenden Tipps abhelfen. Shoppingpause. Wenn du magst, könntest du zum Beispiel einen Zeitraum festlegen, in dem du erst einmal nichts mehr kaufst. In diesen Zeiten lernt man oft viel über sich selbst, kann Impulse für das Shopping eher wahrnehmen und lernt, diesen nicht mehr sofort nachzugeben. Konsumreize minimieren. Werbung ist mittlerweile überall, ob in den sozialen Medien, Fernsehern oder auf Werbebannern in der Stadt. Werbung ist ein Meister darin, Bedürfnisse zu wecken, wo vorher eigentlich gar keine waren. Versuche die Masse an Werbung möglichst zu minimieren und dich diesen Reizen so gut es geht nicht auszusetzen. Deabonniere also Newsletter, Instagram-Kanäle, die dich zum Shopping anregen und gehe nicht einfach mal so in die Stadt oder in einen Laden. Nutze, was du schon hast. Schau einmal in deinem persönlichen Fundus an beispielsweise Büchern, Cremes, Tuben oder Klamotten. Vielleicht gibt es Dinge, die du bereits vergessen hast. Bücher, die du eigentlich noch gerne lesen würdest. Cremes, die du aufbrauchen kannst. Etwas, das eigentlich schön ist, aber repariert werden müsste. Kümmere dich um die Dinge, die du besitzt. Und wenn du feststellst, dass du sie nicht mehr benötigst, dann befreie dich von ihnen oder ersetze sie gegebenenfalls durch nachhaltigere Alternativen. Kümmere dich um dein Innenleben. Überlege einmal, woher das Bedürfnis oder der Impuls stammt, wenn du etwas kaufen möchtest. Meist liegen tiefere Gründe dahinter. Zum Beispiel, dass du gelangweilt bist, unzufrieden mit dir selbst und deinem Äußeren bist oder du dich mit anderen Menschen verglichen hast und du aus dem Vergleich, aus deiner Sicht, nicht als Gewinner hervorgegangen bist. Zwei Botschaften habe ich für dich, solltest du das öfter tun. Erstens, höre auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen und dich dabei schlecht zu fühlen. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass man das Vergleichen komplett abstellen kann, auch ich vergleiche mich noch häufig. Die Einstellung zu sich selbst und die Bewertung von sich selbst und anderen kann man aber sehr wohl beeinflussen. Zweitens, sorge dich nicht mehr, wie dich andere finden. Durch den minimalistischen Lebensstil ergründest du nach und nach, welche Werte dir wichtig sind, nach welchen du leben möchtest und du richtest dich danach ein. Ich bin zum Beispiel gerade für meinen Sommerurlaub das erste Mal als Erwachsene in einem Hotel statt im Hostel oder Airbnb. Abends tragen dort viele Frauen hohe Schuhe und Designertaschen. Ich habe all diese Schuhe aussortiert, weil ich mich darin nicht wohlfühle. Stattdessen trage ich jetzt meine Flipflops jeden Abend, die ich kürzlich Secondhand für 7 Euro erworben habe und meine ebenfalls Secondhand und markenlose schwarze Tasche. Ich habe mich pudelwohl gefühlt und meine Flipflops und die Tasche mit Stolz getragen, weil dahinter für mich Werte stehen, die ich zu 100% vertrete. Der Minimalismus wird dich auf lange Sicht mehr zu dir selbst führen, wodurch du dich automatisch weniger vergleichst, sorgst und im Einklang mit dir selbst lebst. Finde deinen persönlichen Stil. Eine Zeit lang habe ich meine Zeit häufiger auf Instagram und Co. verbracht, um mir Style-Inspirationen von Mädels in schönen Kleidern und Tops mit Puffärmeln anzuschauen. Ich habe lange nach diesen Tops gesucht. Irgendwann ging es mir auf die Nerven, dass ich danach ständig gesucht habe. Ich habe mir zwei Tops ausgesucht, die, das muss ich an dieser Stelle leider sagen, nicht nachhaltig hergestellt wurden. Secondhand habe ich mindestens ein halbes Jahr danach gesucht. Aber dann war auch schlagartig das Suchen weg und ich konnte mich wieder auf andere, deutlich wichtigere Dinge konzentrieren. Wenn du weißt, welchen Stil du gerne magst, ob es zum Beispiel Einrichtung, Kleidung oder etwas anderes ist, dann reicht es oft, nur einige wenige Teile dazu zu holen, damit der Stil dem gewünschten entspricht. Gehe dafür lange genug in dich und versuche über den nachhaltigeren Weg danach Ausschau zu halten. Zum Beispiel, indem du tauschst, etwas Secondhand erwirbst oder ein Produkt aus nachhaltiger Produktion kaufst. Wenn du mit dir und deinem Stil zufrieden bist, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass du dir in einem Impuls wieder neue Dinge kaufst und dich neuen Trends hingibst. Erstelle für dich Konsumregeln.
Regeln, die ich mir zum Beispiel für meinen persönlichen Konsum aufgestellt habe, sind: Ich schreibe die Dinge erst einmal auf eine Liste und überlege, ob ich sie wirklich haben möchte. Manchmal vergesse ich sie auch wieder oder benötige sie doch nicht so sehr, sodass ich sie mir schlussendlich auch nicht mehr kaufe. Wenn ich auf einer Online-Shopping-Seite lande, was vereinzelt noch passiert, aber definitiv viel weniger als früher, dann kaufe ich erstens nicht sofort, sondern packe die Dinge auf meine Shopping-Liste. Zweitens fülle ich den Warenkorb mit allem, was ich mag, sehe mich dann aber nochmal in meiner minimalistischen Wohnung oben und schließe dann den Tab mitsamt seinem Warenkorb und würde drittens vor einem Kauf immer einmal durchatmen, eine Pause machen und mich fragen, brauche ich diesen Gegenstand wirklich? Wird er mein Leben in irgendeiner Form bereichern? Ich habe außerdem ein persönliches Shopping-Budget, das ich pro Monat nicht überschreiten möchte. In manchen wenigen Monaten kaufe ich mehr Dinge, in den meisten anderen gebe ich so ungefähr 50 Euro dafür aus. One-in-one-out-Regel. Für etwas Neues muss ein anderes Teil aus meinem Besitz gehen. Wenn es doch zu dem Fall kommt, dass ich spontan etwas kaufen möchte, ziehe ich die Notbremse. Ich gehe sofort aus dem Laden, bewege mich heraus aus der Shoppingstraße oder schließe einfach meinen Computer. Du zahlst Dinge mit Lebenszeit. Zeug gleich Geld gleich Zeit. Denke daran, dass du alle Dinge, die du kaufst, mit deiner persönlichen Lebenszeit, die du bei der Arbeit verbracht hast, zahlst. In den meisten Fällen bezahlst du das Zeug, das du kaufst, mit dem Geld, das du verdient hast. Um also den wahren Wert hinter den Dingen, die du kaufen möchtest, zu erfahren, kannst du dir ausrechnen, wie lange du dafür arbeiten musstest. Du benötigst dafür deinen Nettolohn pro Stunde. Wenn man bedenkt, dass das Monatsnettogehalt in Deutschland 2020 bei 2.084 Euro lag, also ein Stundenlohn von ungefähr 13 Euro netto, dann müsstest du für einen 4 Euro Kaffee etwa eine Viertelstunde arbeiten, für eine Markenjeans fast 8 Stunden und für eine 500 teure Designertasche über 38 Stunden, also fast eine ganze Woche lang. Die Frage ist also, ist es dir so viel Lebenszeit wert? Bereichert es dein Leben wirklich so sehr, dass es die Zeit wert ist? Schaffe Ersatz. Erlebe etwas, statt dir was zu kaufen. Wie ich dir in meinem letzten Video schon erzählt habe, das verlinke ich dir in der Infobox, ist das Bedürfnis nach kurzen Freuden sehr natürlich und macht unser Leben auch aus. Wenn du merkst, dass du irgendwie unzufrieden bist, dann fülle die Lücke mit schönen Erlebnissen oder indem du es dir gemütlich zu Hause machst, dir einen Kaffee oder Tee machst und dich auf diese Art und Weise belohnst. Ich gehe zum Beispiel statt in den Buchladen wahnsinnig gerne in die Bücherei. Abseits von Corona-Regeln bin ich dort auch schon mal 2 Stunden gewesen. Ich tauche in die Welt der Bücher ein und kann mitnehmen, was ich mag. Kaufen muss ich dafür allerdings nichts. Lass mich gerne wissen, wenn dir das Video gefallen hat. Über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich poste immer sonntags um 17 Uhr Videos zu den Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung. Wenn du magst, dann schau auch gerne auf Instagram vorbei. Ich freue mich auf dich. Bis bald.